Ja, meine liebe Silke, heute haben wir eine Verhandlung gehabt, die also sehr, sehr außergewöhnlich war. Ja. Katastrophal. Auch wenn man bedenkt, wir hatten 18 Zuschauer und letztendlich 16 kamen wieder raus. Der eine ist von alleine gegangen und der andere ist gegangen worden. Ende vom Lied, das ist jetzt dein Part. Ja, ausgerechnet, oder was heißt ausgerechnet, unser Willi, der auch überall bekannt ist, mit dem ich immer unterwegs bin. 72 Jahre der Mann, soll jetzt 4 Tage in Haft genommen werden, wegen einmal aufstehen, zur Tür rausgehen und dabei sagen, Kasper Theater. Das war sein Gedanke. Aber nicht Kasper Theater, er hat was anderes gesagt. Oder Kasperei. Kasperei war so. Die Aussage. Und der Richter hat ihn wieder zurückgerufen, hat sofort gesagt, festhalten, ne, den Mann festhalten. Und er sollte sich dann äußern, wie er dazu kommt oder weswegen er so außergewöhnlich beleidigend war. Er hat im Endeffekt, kannst du wieder sagen, dass er das, weil er weiß, dass das Urteil eigentlich normalerweise schon feststeht, dass ich sowieso verurteilt werde. Und wenn er in Haft kommt, möchte er seinen Anwalt sprechen. Das wurde verneint. Das wurde verneint, er darf seinen Anwalt nicht sprechen. Ich war jetzt im Gericht noch mal drin, ein paar Stunden später, Winnie ist immer noch hier in der Einsitzzelle. Was haben wir die Uhrzeit, die wir jetzt haben? Wir haben es 2:30. Willi ist immer noch hier und Aussage von den Wachschutzbeamten dort drin ist, bis heute Abend kann das dauern, entweder die Polizei von hier oder die JVA, irgendeiner transportiert ihn heute noch nach Sehnte und die entscheiden, was mit seinem Autoschlüssel und Handy passiert, weil das ist alles weggeschlossen und der Richter, da haben sie wohl Rücksprache genommen, nein, er bleibt in Haft und die Sachen dürfen auch nicht rausgegeben werden. Und der Wagen steht jetzt im öffentlichen Verkehrsraum? Ja. Irgendwo steht Willis Auto. Vielleicht auf dem Parkplatz, bezahlt Parkplatz. Ja, und in 4 Tagen haben sie es ihm da vielleicht schon abgeschleppt oder er darf irgendwas bezahlen und das geht nicht. Und ja, wenn sie ihn jetzt nach Sehnte bringen, die entscheiden dann. Und es kann sein, dass die Schwester oder jemand dann heute noch nach Sehnte fahren muss, die Autoschlüssel holen und dann wieder zurück hierher. Kannst du dann noch mal was kurz zu deiner Situation sagen? Welches Urteil hast du heute empfangen? Ich habe bekommen, also die Staatsanwaltschaft hat gefordert, 60 Tagessätze à 40 Euro. Der Richter hat mich verurteilt zu 60 Tagessätzen à 10 Euro. Ich habe ja eigentlich schon mit einer Verurteilung gerechnet, aber ich habe auch sehr ruhig da drin mich eigentlich verhalten. Aber der Vortrag nach der Urteilsverkündung, was der Richter mir gehalten hat, das hat Überwindung gekostet, weil ich bin da drinnen fast explodiert. Ich musste mich so zurückhalten, so leise sein. Und ich dachte, halt doch einfach mal jetzt den Mund, weil ich konnte es nicht mehr mir anhören, was er mir da alles über den Holocaust und Antisemitismus und Verherrlichen erzählt hat, weil nach wie vor habe ich das nicht getan. Und, ja, keine Ahnung, was das noch kannst du noch was sagen zu seinem letzten Angebot, der Fairness halber, sagte er? Ja, in der Fairness halber, entweder soll mein Anwalt dann in Revision oder in Berufung gehen, das heißt das nächste Urteil am Landgericht, oder mit Revision dann am Oberlandesgericht. Und da hat er mich darauf aufmerksam gemacht, da ist im Moment, steht da noch ein Urteil aus in Celle am Oberlandesgericht wegen genau der gleichen Sache. Wenn es dort zum Freispruch kommt, kommt es bei mir natürlich auch zum Freispruch. Und ich sollte da vielleicht mal anrufen, mit dem Aktenzeichen oder der Anwalt. Und ja, eigentlich, ich nehme an, er sah sich genötigt, mich zu verurteilen, obwohl es vielleicht gar nicht wollte. Die Schlussfolgerung, die liegt nahe, ja, weil es war ein Angebot zur Güte, kann man sagen. Ja. Er möchte wahrscheinlich seine Seele ein bisschen entlasten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Richter mit so einer Aussage, also mit so einem Urteil dann zufrieden sein kann. Ja, weil er sah sich wahrscheinlich genötigt von der Staatsanwaltschaft oder von seinem Vorgesetzten, mich zu verurteilen. Die war ja extrem hart. Er wurde ja, ja, am Ende im Nachgang, in der Begründung ja immer noch schärfer und härter. Ja, das heißt, es wurde wirklich mit aller Gewalt eine Straftat konstruiert, meine Meinung. Ja. Ja, so eine Straftat anzuhängen, ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin 56 Jahre alt, ich bin inzwischen Oma und muss mich hier auf einer Strafbank rumdrücken für eine Sache, wo ich nie irgendwas verharmlost, verherrlicht oder irgendwas habe und muss mich hier rechtfertigen, als wenn ich ein Verbrecher bin, der irgendwo losgegangen ist, hat jemand ermordet, abgestochen. Außerdem nur eine Person, die DDR hautnah, ja, miterlebt hat, ja, und die im eigenen Familienkreis, also auch extrem damals, sagen wir, unter der
seltsamen Zeit damals eben, wie gesagt, hat leiden müssen. Ja. Das heißt, die Familie selber hat auch viel Trübsal in der Richtung auf sich laden müssen. Ne? Habe es geschafft, in der DDR unterm Radar zu bleiben, dass die mich nirgendwo mit irgendwas mal gaschen. Egal, ob in meiner Jugend oder später. Und jetzt mit 56 Jahren gascht mich hier dieser Staat weg wegen einer Sache, die ich nicht getan habe und werde hier kriminalisiert. Und das lasse ich mir nicht gefallen und deswegen mache ich die Geschichte auch weiter. Da sage ich ganz einfach, mit dem Blick nach links, es sind Profis am Werke. Ja. Für wen auch immer, ne, das wird die Geschichte zeigen. Ja. Das ist also heute ein extrem trauriger Tag in der Hinsicht. Aber ich sage mal ganz einfach, ich habe es ja miterlebt, moralisch gehen wir als Sieger hier raus. Genau. Also die müssen alle sehr, sehr schwer später mit ihrem Gewissen dafür kämpfen. Ja. Das wird also nicht ohne Narben bleiben. Das kann man nicht aber vom Tisch. Deswegen, ich weiß ja, dass überall mitgelesen, mitgehört wird. Doreen filmt ja auch. Lieber Richter, Herr so und so, wenn Sie das dann hier zugetragen kriegen, dann seien Sie doch mal ein bisschen mitgeführt. Den Mann, den Sie heute eingesteckt haben, wird dieses Jahr 73 Jahre alt. Hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Hat hier jahrelang Steuern bezahlt als selbstständiger Automechaniker mit Werkstatt und allem. Hat den Jugendfußball in Nienburg und Umgebung trainiert. Und der wird hier heute für 4 Tage Haft eingegascht für nichts. Eigentlich für nichts. Ja. Für ein Wort und aufstehen und er wollte rausgehen. Er wollte ja überhaupt nicht stören. Er wollte nur rausgehen. Und dann er hat nur eine Begründung geliefert, die er später auch noch als solches dann auch noch ausgeführt hatte. Aber auch das hat den Richter im Endeffekt in keinster Weise besänftigt, weil es war im Endeffekt kein Stören. Und es hieß, wie hat er gesagt, es war eine Störung oder das Wort alleine fällt mir gar nicht mehr ein. Es war also ein außergewöhnlicher Störungsfaktor. Ja. Dabei wollte er nur raus. Er hat es nicht mehr ausgehalten in diesem Saal. Wir haben ja noch jemanden gehabt, der ist auch von sich aus gegangen, weil er wusste ganz genau, ich platze gleich. So. Und der Rest ist dann verstummt und hat dann im Endeffekt, um den nicht zu schaden, die waren ja davor auch die ganze Zeit still, man hat uns ja im Endeffekt ganz lange auf heißen Kohlen sitzen lassen, man hat darauf gewartet, dass wir ins Raunen kommen, dass wir ins Gespräch kommen. Man hat uns also eine Einladung geschickt, zu stören und unangenehm zu werden. Wir haben die aber nicht angenommen. Und wir haben, also bis zuletzt haben wir dann dir beiseite gestanden und man hat auch gemerkt, dass also außer dem Staatsanwalt die Stimmung im Saal eigentlich auch von dem Personal kippte. Das heißt, es war also nicht mehr so aggressiv. Genau. Es war dann eben friedlich. Ne? Ja, die waren entspannt nachher, die Wachleute und alles. Und freundlich eigentlich auch. Und überhaupt nicht so. Also sie haben gemerkt, was da gespielt wird. Ja, sie haben es versucht, uns zu provozieren, das haben sie nicht geschafft. Ja. Und ich sage, es ist ein dunkler Tag eigentlich für dieses Gebäude. Aber die Sonne kommt langsam auf. Die Sonne kommt für uns raus, weil wir haben trotz alledem ja heute einen schönen Tag alle gehabt. Wir sagen es einfach nur nochmal, Free Willy. Free Willy. Und die 4 Tage wirst du hoffentlich nicht absitzen müssen. Für nichts. Und egal was danach kommt für Willy, wahrscheinlich müssen seine Haftaufenthalt da die 4 Tage auch noch bezahlen. Da suche ich dann sowieso noch eine Möglichkeit, dass wir für Willy dann auch sammeln. So, weil das geht nicht, dass er da jetzt alles macht. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt nur eine 380-Grad-Wendung. Und verabschieden uns dann. Das waren 380 Grad. Ja, wir haben noch 360. Ja, so machen wir das. Vielleicht 20 mehr. So machen wir das. Ja. Free Willy! Free Willy! Free Willy! Das fängt selbst mein Gimbal schon an zu zucken. Also er findet das auch scheiße, was hier läuft. So, Kinder.